So, meine Damen und Herren, Redaktion Hofgeflüster, hier die Internet Pferdezeitung auf der Pferd International in München Riem. Und wir werden immer wieder interessante Leute bei uns interviewen. Unter anderem haben wir da jetzt den Vizepräsidenten, glaube ich, von der VfD Bayern. Sei gegrüßt, lieber Peter. Ja, danke, dass das Mikrofon gehört. Ja, mich freut natürlich genauso, dass ich da sein darf. Hat es? Okay, gut. Du musst nicht da haben. Alles klar. muss mich so ein bisschen vergrünen. Nein, es freut mich, dass ich bei euch da sein darf. Und ja, schauen wir mal, was der Bayern hat für interessante Fragen hat. Ich hoffe, dass ich sie alle so beantworten kann. Dass es auch den Leuten, die Leute anspricht und dass es einfach passt. Gut, ich gebe es nochmal zurück. Schauen wir mal, lieber Peter. Jetzt brauchen wir es nur ganz so nah hier halten, genau. Lieber Peter, die Vereinigung der Freizeitreiter, VfD. Ist ja die VfD Bayern ein eigener Landesverband. Was macht es denn hier da? Was ist denn euer Ziel? Klar, ihr kümmert euch um die Freizeitreiter, aber meine Frage jetzt mal als Laie, warum muss man sich um die Freizeitreiter überhaupt kümmern? Haben die Probleme? Ja, also man möchte davon ausgehen, dass ein Freizeitreiter eigentlich keine Probleme hat, glaube ich. Gibt es leider den, also leider immer wieder irgendwo trotzdem. Sei es das, dass irgendwelche Wege gesperrt sind, dass Verkehrsschilder für Reitverbot aufgestellt wird, zum Beispiel. Da haben wir über unseren Rechtsbeirat ganz ein ordentliches Organ, das da also auch tatkräftig unterstützt und inzwischen doch einen gewissen Ruf hat, dass das, was wir unterstützen, auch durchgesetzt wird. Da haben wir eine sehr hohe Erfolgsquote da. Bei uns kann man Ausbildung machen, auch freizeitorientiert, also es gibt keinerlei Turnierambitionen bei uns, ins Gelände reiten, fahren auch oder säumen, Bogenschießen, das ist also ziemlich breit gefächert und ist alles ziemlich praxisnah, die ganze Sache, sodass man auch wirklich was anfangen kann mit dem, was man gelernt hat. Peter, Freizeitreiter ist ja irgendwie klar, aber sind wir nicht alle Freizeitreiter, weil wer reitet schon beruflich? Das sind ja relativ wenig. Wie definiert man eigentlich Freizeitreiter, deiner Meinung nach? Bei mir persönlich ist es so, Freizeitreiten ist für mich eine Sache, wo ich entspannen kann, wo es also vom Alltag abschalten kann, wo man wegkommt, wo man runterkommt vom Ganzen. Ich genieße gerne die Natur. Ich bin jemand, der sieht dann auch gerne keine Leute, bin dann mal 3 Stunden unterwegs, ohne dass ich jemanden treffe. Das tut mir persönlich recht gut. Andere ist Freizeitreiten das, dass man sich irgendwo trifft und mal gemeinsam zu einem Biergarten trifft, reitet oder Ritte macht von einer Station zu andere oder halt einfach nur mal gemeinsam in der Gruppe über 2 Stunden ausreitet oder 3 Stunden irgendwo. Das beschreibt halt jeder ein kleines bisschen anders, ja, was Freizeitreiten ist. Aber ich sage auch, unser Verein ist ein Haufen Individualisten, die man halt da versucht, so ein kleines bisschen zusammenzuhalten, dass es ein bisschen mehr Gemeinsamkeit gibt. Und wie gesagt, manche Interessen sind ja auch gemeinsam, dass wir keine Pferdesteuer kriegen. Die Interesse, glaube ich, hat jeder Freizeitreiter. Und ja, da sind wir halt auch ziemlich angestrengt, dass das auch so bleibt, wie es jetzt im Moment gerade ist. Peter, wenn ich nicht wüsste, dass du ein Kutschenfahrer bist, dann darf ich dir die Frage jetzt nicht stellen, haben denn die Kutschenfahrer auch was von der VfD? Die Kutschenfahrer haben selbstverständlich auch was von der VfD. Ich meine, was für die Reiter gilt, gilt ja auch vieles für die Kutschenfahrer. Also, man kann da auch Ausbildung machen. Es geht los über die ganz normalen Fahrkurse, die man heute macht, um überhaupt einen Einstieg zu kriegen. Ich denke, gewisse Basics sollte jeder können. Gewissen Umgang mit dem Pferd, wie spannt man ein, was macht man zuerst, was macht man später, wann ist es sicher, wann eben nicht mehr. Das sollte jeder können, das trifft jeden. Und das kann man bei uns alles erlernen. Man kann dann auch spezielle weitere Ausbildungen machen, wie man wandert fährt, mit dem Gedanken auch sicher, wie bereitet man sich vor, wie wählt man Strecken aus, dies und jenes. Viele Leute machen es ganz gerne. Bloß wenn es dann in die tiefere Vorbereitung geht, dann fehlt es halt manchmal ab und zu ein bisschen. Und das sind so Sachen, da helfen wir ganz gern weiter. Ja, wie gesagt, hab selber ein Pferd, bin auch ab und zu unterwegs mit Kutsche. Und ja, man lernt es mit der Zeit. Und es ist gut, wenn man einfach eine Einstiegshilfe kriegt. Also die VfD ist eigentlich eine Alternative zum Bayerischen Reit- und Fahrverband, oder? Oder Ergänzung, egal wie man das jetzt nennt. Ihr macht es ja ein bisschen anders, weil ihr ja nicht nur die Leute
betreut die Wettbewerbe mal, sondern eher die Leute, die nicht so den Wettbewerbsgedanken im Vordergrund haben, oder? Also unterscheiden wir es mal ganz kurz zwischen Wettbewerbe und Turniere. Wettbewerbe, Turniere, fangen wir andersrum an. Turniere gibt es für uns gar keine, haben auch keine Emotionen dazu, irgendwo da in die Richtung Turniere zu gehen. Wettbewerbe, wo es dann, was der Teufel in die goldene Weißwurst geht, ja, wo eben dann Reiterspiele dabei sind und sowas gibt es natürlich auch, aber es sollte nie so der große Gewinngedanken im Vordergrund stehen, sondern mehr halt einfach die Freude an Pferd und die Zufriedenheit. Genau. Das ist für mich auch ganz wichtig. Peter, wenn die Leute jetzt zur VfD kommen wollen, was muss man tun? Wo findet man euch? Natürlich, hier geht es ja auf die Messen, das ist schon mal ganz wichtig. Ihr habt ja viele Stammtische, das kennen ja die Leute auch. Aber wo kann man sich noch über die VfD informieren? Im Internet? Also im Internet geht das selbstverständlich. Wir haben da eine Homepage, das ist www.vfd-bayern.de. Da findet man alles Wichtige drauf. Da sind alle Ansprechpartner drauf, da ist Kontaktformular drauf, da ist ja, wer gleich möchte, auch ein Mitgliedsantrag drauf. Wir haben Printmedien, zum Beispiel da die Bayern aktuell, die ich da heute dabei habe. Das ist jetzt eine kleine Zeitschrift, die wird dreimal im Jahr mit der Pferd und Freizeit, also mit der Zeitschrift, die über den Punkt vertrieben wird, mitvertrieben. Die ist aber jetzt rein auf bayerische Themen zugeschnitten, wie es wir da haben. Da kann man auch Kleinanzeigen schalten, wenn jemand was zum Verklopfen hat. Ja. Und das erste Heft im Jahr, das rauskommt, ist eben nicht die Bayern aktuell mit dabei, sondern da ist unser Jahrbuch drin. Da ist ein kompletter Überblick über alle Landesverbände, also Landesverbände, ja, über unseren Landesverband Bayern und über die Bezirksverbände, wollte ich vorher sagen, drin. Runter bist du die Stammtische, die Leute mit Bildern drin, die Anschriften. Wenn man da irgendwas sucht, sollte man da drin schon sehr fündig werden. Und viele, viele, viele Veranstaltungen sind auch noch veröffentlicht. Ja, da können unsere Zuschauer nur dazu raten. Schaut mal vorbei bei der VfD. Entweder da drin hinter uns an ihrem Messestand oder einfach im Internet. Internetadresse habt ihr ja. Oder wenn es den Peter Schießer setzt, der hat es einfach direkt ansprechen. Auch auf dem Pferd oder auf der Kutschen, das ist wurscht. Der gibt euch Bescheid, der sagt euch, wo es lang geht. Also ein kleines Gespräch, seit ihr drin seid, das ist kein Problem. Ganz egal, wo man mich trifft. Wenn es mich auf dem Pferd trifft, dann habt ihr Ausspruchs Glück gehabt, sind die wenigsten Leute. Aber wie gesagt, ich hätte auch kein Problem damit, können wir gerne machen. Okay. In diesem Sinne vielen Dank. VfD, wünsche euch viel Glück, dass ihr einen Haufen Mitglieder kriegt. Das könnt ihr brauchen, denn ihr seid durchaus sehr sinnvoll für die Pferdeszene. Ja, danke vielmals. Freut mich auch, Bernhard, freut mich immer wieder bei dir da zu sein. Aber es hat, glaube ich, das erste Mal funktioniert, aber trotzdem ist immer wieder frei. Also, mach's gut, gell? Prima. Servus. Danke sehr. Viel Spaß noch auf der Pferd International. Okay.